Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft hier oben auf unserem Lagersystem. Und ich habe immer noch die gleichen Blöcke in der Tasche wie das letzte Mal. Ich denke, ich werde mal damit beginnen, hier mal ein paar Filter einzurichten und dann können wir schauen, wie wir das Input-System machen und was wir mit dem ganzen Rest anfangen, den wir nicht explizit sortieren. Hier in der hinteren Ecke unseres Lagersystems kommen alle Items rein, die wir sortieren wollen. Und zwar können die von unterschiedlichen Seiten reinkommen. Somit müssen wir sicherstellen, dass die Items nicht zu schnell ins System gepusht werden, so dass die Hopper nicht mehr nachkommen, denn Dropper Speed ist doppelt so schnell wie Hopper Speed. Das heißt, wir werden den Dropper nur so schnell powern, dass er Items ausspuckt, wie die Hopper, die Trichter, dann auch nachkommen. Und wir haben hier den Dropper. Und dann brauchen wir, dann sagen wir, von hier füttern wir die Items rein. Wenn da was reingeht, dann nehmen wir ein Signal raus und füttern das so rein. Und so. Ich hoffe, das sollte funktionieren. Mal schauen. Nein. So nicht. Ah. Wir müssen mehr als ein Item haben. Und laufen jetzt alle Items durch. Okay, nichts mehr im Hopper. Hier haben wir noch 5 drin. Wenn wir die 5 hier reingeben, bleibt 1 hier drin. Das ist okay, denke ich. Und dann hier machen wir eine Doppelkiste. Und diese kann dann beispielsweise hier gefüllt werden oder von hier. Und das Ding hier ist, die Kiste dient uns hier als Puffer. Das heißt, wenn mehr Items reinkommen, als wir hier ins System reinkommen, haben wir hier etwas Platz, um die ganzen Items zwischenzuspeichern, denn über die Zeit sollte sich das wieder ausgleichen. So, das war's hier oben, dann
Entfernen wir mal alle Blöcke, die wir nicht brauchen, und machen den Rest spawn safe. Den brauchen wir auch nicht mehr. Und dann können wir nach unten gehen. Nun haben wir einen Mechanismus da hinten, wie die Items, die Blöcke ins System kommen. Oder zumindest ein halber Mechanismus. Wir müssen immer noch schauen, dass die Items da raufkommen. Aber hier können immer noch Items rauspurzeln, die wir gar nirgends reinsortieren. Das heißt, wir brauchen hier auch noch eine Lösung. Und das machen wir einfach, indem wir hier eine Wand aus Kisten bauen und dahinter klemmen wir Hopper. So, und alles, was da nicht sortiert wird, wird in diesen Kisten landen. Wir haben ein System, wo wir das Surplus an Material speichern, das wir nicht einsortieren. Wir haben einen Mechanismus, wie wir Items ins System bringen. Aber was uns noch fehlt, ist, die Items müssen da raufkommen. Und wenn wir von unserem Projekt zurückkommen, haben wir wahrscheinlich ein Set an Schalkerboxes und sonst noch Materialien. Und für das werden wir hier ein System bauen, wo wir lose Items, aber auch Schalkerboxes reingeben können. Sie werden sortiert und dann nach hinten raufgegeben. Und die Schalkerboxes werden dann wieder hier in eine Kiste nach oben befördert. Auch dieses Puzzleteil ist nun fertig geworden. Wie ihr sehen könnt, hier auf dieser Seite haben wir unsere Kiste, wo wir die leeren Schalkerboxes wieder von unten rauf bekommen mit einem Dropper-Elevator. Der ist gepowert mit Redstone Torches, leise und oldschool. Und hier auf dieser Seite haben wir den Schalkerfilter. Input ist diese Kiste und dann wird versucht, die Items hier in diese Schalkerbox reinzupushen. Und das funktioniert, weil wir den Hopper, der die Items gleich wieder raussaugen würde, blockieren mit diesem Mechanismus hier hinten. Hier bekommen wir das Input-Signal, powert diesen Block und der depowert diese Torch. Das heißt, wir haben das Gleis dann hier nicht mehr gepowert und wir bekommen ein Signal. Und dann haben wir hier eine Clock, die das Reset macht. Und somit wird zuerst versucht, das Item hier rein zu pushen. Wenn es reingeht, geht es rein, ist weg. Wenn nicht, haben wir eine Schalkerbox, bleibt hier drin und wird dann hier unten rausgesogen, da rein und da momentan noch ein manueller Mechanismus, aber sollte nicht allzu schwer sein, hier was zu zaubern. Und die Items aus der Schalkerbox werden dann gleich hier unten rausgesogen und in die vordere Kiste reingepackt. Dann hier unten, da kommen die Schalkerboxes raus, die gehen in diesen Dispenser.
Wenn da was drin ist, wird die Kiste platziert. Wenn sie leer ist, stellen wir das da hinten fest und sie wird gebrochen und endet in dieser Kiste, wo wir sie dann nach oben weitergehen. Alles aus dieser Kiste fließt hier rein und geht in diesen Wasserstrom, der bis da nach drüben bis da nach drüben hinten hoch in unser System einfließt. Somit das Einzige, was noch zu tun ist, ist rauszufinden, wie können wir das powern, sodass unsere Schalkerboxes hier reinfließen. Oder vielleicht machen wir das einfacher und verbinden die Hopperline, ohne dass wir da einen Wasserstrom dazwischen haben. Und dann natürlich hier oben wieder den Fußboden zumachen, damit alles sauber versteckt ist. Wie ihr gesehen habt, gab es noch einige kleine Aufgaben zu erledigen, wie das Wasser hier im Item Stream zu platzieren und dann auch dafür zu sorgen, dass wenn der Wasserstrom nicht an einer Kiste orientiert wird, sodass die Items in die Hopper gehen, sondern andersrum mit Sea Pickles, dass das auch funktioniert. Und nun kann das große Aufräumen beginnen und hoffentlich ist das erledigt bis zur nächsten Folge, denn da wollen wir uns einem anderen Projekt widmen. Also bis dann und tschüss!